man sie am besten kennenlernen. Kehlbach. Feldbusch. 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 1,78 Meter Sprachkompetenz Go America. Hart gegen sich selbst und gegen jede Grammatik. Wir sehen Germany, zack, zack. Das ist sehr interessant, zu der High Society dazu zu gehören. Jetzt werden wir in das atemberaubende Studio, ich kann gar nicht mehr richtig Deutsch sprechen, es wird immer schlimmer mit meinem Deutsch. Huch, aber damit Sie beim Namen Feldbusch in Zukunft vor Ehrfurcht oder was immer erschaudern, haben wir noch die Buh-Männer. Mickey Mäuse drauf. Ah, nein. Der Fernsehnation gebeten, sich der Dame in exklusiven Interviews rücksichtslos zu nähern. Wie lange bist du jetzt schon nicht verliebt? Wie würdest du denn retrospektiv deine Karriere sowohl aus ökonomischen, ökologischen und ökumenischen Gesichtspunkten betrachten? Glaubst du, dass Männer in erster Linie Sex wollen? Was für eine Schuhgröße hast du? Wie viel verdienst du nochmal genau im Jahr? Da, bist eingeladen, komm mit in Veronas Welt. Mehr verrate ich jetzt noch nicht. Antworten, intime Details und tiefe Einblicke in Veronas wirkliche Welt liefern wir exklusiv in den nächsten 60 Minuten. Außerdem zieht sich Verona aus und schweigt. Zeitweise jedenfalls. Okay, ich, also für jeden etwas. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt da hinkomme. Ihr guckt mir alle zu. Hans, kannst du irgendwas machen? Auszeit. Angefangen hat alles mit der Idee, einen Kalender von sich zu produzieren. Und nun ist sie hier in Los Angeles, wo sie nur ein schönes Gesicht unter vielen ist. Unten im Studio hat der Fotograf Steven Wilder Lampenfieber, weil er das Mädchen nicht kennt. Er ist der Leibfotograf von Pamela Anderson. Der Playboy hält große Stücke auf ihn. Er ist ein Star der erotischen Fotografie, aber der Star aus Germany ist ihm erschreckend unbekannt. In den nächsten 10 Tagen müssen die beiden zusammenarbeiten, miteinander warm werden. Auch für Verona ist alles neu hier. Premiere, Alexis Vogel, die Make-up-Artistin, ist der launische Promi hier. Die pummelige Dame kann alle Hollywood-Größen allein an ihren Porenfalten und Hautproblemen erkennen. Ja, yeah, it's really nice. Nee, also wir haben uns jetzt nicht daran orientiert, sondern einfach, wir wollen halt, dass die Bilder sehr erotisch werden und aber auch was Sportliches haben. Und ich habe halt gesagt, dass ich nicht so stark geschminkt werden möchte, weil wir ja nun mal jetzt hier in Kalifornien sind, hier die Sonne so ein bisschen scheint und ich finde es schöner, wenn es so ein bisschen natürlich aussieht. Und Alexis hat gesagt, so wie ich jetzt geschminkt werde, wurde ich noch nie geschminkt. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt und lass mich mal einfach überraschen. Ungewöhnlich für den Kontrollfreak Feldbusch, die normalerweise alles selbst bestimmt. Die Fassadenarbeiten nehmen am ersten Tag Stunden in Anspruch. Kein sichtbares Körperteil wird naturbelassen. Schließlich sind wir in Amerika, dem Land, in dem Kunst von künstlich kommt. In der Mitte des Make-ups ist Zwangsernährung angesetzt. Denn wenn endlich Alexis fertig ist, darf Verona nichts mehr essen. Das würde das Gesamtkunstwerk Gesicht zerstören. Unten wird weiter geackert, womit wir mitten in Stefan Raabs Interessenbereich gelandet wären. Sag mal, was mich auch interessiert ist, was für eine Schuhgröße hast du? Ich habe 39 und eigentlich ganz genau genommen habe ich 38,5, aber die sind sehr schwer zu kriegen und deswegen trage ich 39. Gut, das Thema wäre, glaube ich, abgehakt. Bist du Fußfetischist? Bitte was? Bist du Fußfetischist? Ein Fußfetischist? Ja, du. Kann man nicht so sagen. Aber wenn du eine Frau kennenlernst, findest du Füße attraktiv oder ist es sowas, wo du sagst, bitte nicht in meine Nähe? Also sagen wir mal so, wenn das jetzt nicht irgendwie Pilz und Hühneraugen übersäter Fuß ist, bin ich durchaus einem Fuß zugänglich. Ja. Zugänglich, also du musst den Menschen mögen und dann ist der Fuß ja, auch ja. sympathisch. Es gibt natürlich auch Füße, die sind abschreckend. Das stimmt. Ja? Hammerzehe, Hühneraugen. Okay, okay, es reicht fürs Erste. Wir blicken wieder nach Los Angeles und wenden uns schöneren Dingen zu. Verona erstrahlt in vollem Make-up, aber irgendwie erinnert sie an jemand anderen Bekannten. Alexis hat aus unser Verona eine Pamela Anderson in Dunkel geschminkt. Das Polaroid verblüfft sogar ihren Manager. Guck dir das mal länger an, dann stell dir das in Blond vor. Richtig, ne? Aber genau gleich. Stellen Sie sich das in Blond vor. Sieht aus wie Pam Anderson. Steve hat keine Zeit fürs Rumphilosophieren. Leg dich dahin. Die Beine so. Dieser erste Tag entscheidet über die Qualität der Zusammenarbeit, über die Qualität der Fotos.
Verona ist ein Profi vor der Kamera. Schon als Teenie stand sie im Fotostudio. Ich habe mit 15 angefangen, als Model zu arbeiten und war damals viel lebhafter als jetzt. Und ich habe auch heute Steve gehört, wie er immer wieder meint, bitte halt still. Und das fällt mir heute noch schwer. Und als ich 15 war, war es fast unmöglich für mich. Und ich kam in mein Studio und ich, hallo, ich bin Verona und was passiert denn hier? Und so, und dann hat man immer gesagt, ist völlig egal, wie du heißt, sei einfach nur schön und halt den Mund. Und ich, hm? Und dann saß ich da und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, also das war nicht so meine Welt. Und es ist auch manchmal sehr, sehr hart, mit dem Körper so umzugehen. Also es gibt Posen, die sehen für die Außenstehenden im Studio ganz gemütlich aus. Man kniet sich hin, man drückt den Rücken durch und man guckt in die Kamera. Aber damit alles hundertprozentig stimmt, ist es wirklich eine komplette Anspannung und die manchmal über Stunden zu halten. Dann ist das Make-up, man darf nicht vernünftig essen, man darf nicht trinken, nur mit Strohhalm. Würde man sich mal gerne hinlegen, dann kommt schon einer und sagt, pass auf die Haare. Und man darf sich nicht die Augen reiben, sonst fallen die Wimpern ab und so. Man ist eigentlich ungefähr 18 Stunden am Tag wie eine Puppe. Die Puppe soll erstens still sein und zweitens nicht nur knistern, sondern geradezu krachen vor Erotik. Beides fällt Verona gleichermaßen schwer. Okay, here we go. Steven Wilder kämpft am ersten Tag um jeden Höschenmillimeter. Ihre Vorstellung, um die halbe Welt zu reisen für diese Fotos, war vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Um Verona muss man sich kümmern, sie etwas betüteln. Sie arbeitet hart, sie will wirklich alles geben. Das Besondere ist einfach eben, dass ich halt sehr, sehr wenig anhab und man bezeichnet mich zwar immer in irgendeiner Form als erotische Frau oder dass ich sehr erotisch bin oder was weiß ich, aber ich selber mache eigentlich sehr selten Fotos in Dessous, also ich kann mich kaum daran erinnern, wann das letzte Mal war und der Steve Wilder hat Pamela Anderson fotografiert für den Playboy und so und er ist halt schon gewohnt, dass die Frauen auch viel zeigen und viel mit ihren Sexappeal spielen. Und meine Art vor der Kamera zu sein ist eigentlich meistens anders. Ja, und deswegen bin ich heute auch ziemlich still und gucke mir das Ganze an, aber ich fühle mich recht wohl. Steven bringt sie schon am ersten Tag dazu, verdammt viel zu zeigen, womit wir mitten in Harald Schmidts Interessenbereich landen. Mal so gefragt, bist du dir im Rahmen einer Familiensendung bewusst, die Wirkung, die die Fotos in deinem Kalender auf viele männliche Betrachter haben kann und aus welchen Gründen Familienväter zum Beispiel in einem Buchhandel ihrer Wahl diesen Kalender erstehen? Also, ich weiß nicht, ich habe also, mit anderen Worten, hast du sowas wie ein Schleudertrauma? Nein, habe ich nicht. Also, ich denke, dass diese Bilder natürlich auf jeden Fall erotisch sind. Das ist immer sehr schwer. Was heißt auf jeden Fall, sie sind sehr scharf. Ja, das sagst du als Mann und das freut mich auch, weil das war ja das, auch mein Ziel, solche Bilder von mir zu machen. Aber ich selber sehe mich natürlich mit anderen Augen. Ich habe das schon mitbekommen, dass mein Aussehen auch eine große Rolle in meinem Leben spielt. Aber ich spiele eigentlich gar nicht so extrem damit, wenn man mich genau beobachtet. Ich ziehe mich nur so an, aber ein Psychologe sagte mal, meine Stimme wäre viel zu laut, viel zu nervig, ich bewege mich viel zu hektisch und meine ganze Art, die Dinge um mich herum zu gestalten, werden sehr kindlich und das ist nicht unbedingt erotisch. Doch, weil das ist dieser Kindsex. Auf der einen Seite der Körper einer perfekten, ja das ist was anderes als Kindersex, ja? Aber der Körper einer perfekten Frau und dann diese naive Mischung, die sozusagen in vielen den Lehrer nochmal hochkommen lässt. Und aber diese Vorstellung machst du dir gar nicht, dass da so jemand sein letztes Taschengeld im Jogginganzug zur Tankstelle bringt und sagt, ich will den Kalender von der Feldbusch. Nein, ich sehe das einfach als Kompliment. Also Stefan Raab hat ja mal so schön gesagt, er hat mir ein Rabigramm gesungen und dann hat er gesungen, du bist so schön, du bist so klug und das war wirklich irgendwie ganz nett und dann dachte ich schon, jetzt kommst du und dann meinte er, aber für die meisten Männer bist du nur eine Wichsvorlage. Das hat er so gesungen. Ich nicht. Ich habe mir so angehört. Ja, und dann habe ich einfach spontan gesagt, ja wieso, wenn ich so stimulierend auf Männer wirke, ist das doch auch ein Kompliment. Ich will nicht immer dabei sein, aber ich weiß nicht, jeder kann ja machen, was er will zu Hause. Läuft man da nicht Gefahr, möchte ich jetzt mal sagen, wenn man erotische Bilder in einem Kalender macht, dass also... Sag schon. Manche Männer eben nicht einfach diesen Kalender benutzen, um zu wissen, wir haben Januar, sondern dass sie sagen, naja gut, es ist, ich habe lange keine Alte mehr gehabt. Ja, also ich denke einfach, dass jeder Spaß mit diesem Kalender haben soll, das ist ganz wichtig und ich denke, dass... Also du lässt den nötigen Freiraum,
Ja, weil ich finde, gerade ist es wichtig, wenn du erotische Bilder von dir machst, dass du den Leuten auch Platz einräumst für Kreativität. Und deswegen bin ich auch nie ganz ausgezogen. Das heißt, es ist Platz Wie, du bist nicht ganz ausgezogen? Nein, immer nur knapp. Das ist ja eine Mogelpackung. Das ist keine Mogelpackung. Ja. Guck mal die Nadel. Die kalt, ganz, ganz kalt das Thema. Und das ist eine schöne Überleitung zu unserem nächsten Fotomotiv. Ja, es ist auf dem Berg Mount Hood, 2800 Meter hoch und es ist Scheißwetter, eiskalter Wind. Nein, es geht nicht um eine Outdoor-Kollektion und Skiunterwäsche, sondern immer noch um Dessous. Und die gute Laune wird Verona gleich ganz schnell abfrieren. Das hier ist Extreme Photoshooting. Steve hatte sie gewarnt, er wollte lieber bis morgen warten. Aber das schlimmste Leid tut der Mensch sich selber an. Es wurde entschieden, dass wir hochfahren. Wir wussten, wie kalt es war. Aber sie dachten, weil sie aus Deutschland sind, halten sie es aus. Aber das war wohl eine Spur zu kalt. Der Wind war eisig. Aber um im Zeitplan zu bleiben, mussten wir es wagen. Wir haben unser Bestes versucht. Es geht nicht. Ich bin doch gleich erfroren. Aber sie versucht's trotzdem. Verona on the Rocks ist allerdings nicht wirklich genießbar. Die Leute in Gore-Tex und Daunen können ihre Not nicht wirklich nachvollziehen. Ich erfriere gleich, das bringt gar nichts. Jetzt mal ehrlich. What are we saying? Nix. Too cold? Schnick. Komm, sprich. Okay, do this. Steckt sie in den Fellmantel mit irgendwas drunter. Nützt nichts. Wenn Verona nicht mal mehr sprechen kann, ist es ernst. Die Feldbusch ist viel, aber kein Yeti. Schluss für heute. Am nächsten Morgen. Das Wetter und Veronas Laune sind allerprächtigst. Und wer hätte das gedacht? Unsere Hauptdarstellerin ist über Nacht nicht nur wieder aufgetaut, sie hat auch ihre Sprache wiedergefunden. Und wie? Meine, ja, haben wir gleich. Fertige Wurst. Wunderbar als Labello geeignet. Komm. Also die Amerikaner haben ja hervorragendes Frühstück, aber mit den Kalorien haben sie es nicht so. Also alles, was man hier sieht, ist fettig. Die Kartoffeln, die Würstchen, Götz, nicht fettig. Heute Morgen ist sie nicht zu bremsen. Wenn Verona aufsteht, ist ihr Mund schon längst wach. Ein wunderschöner Tag heute hier. Ich bin natürlich viel zu warm angezogen. Das Ganze ist eine Pyjama-Hose und ich gebe ja zu, dass ich gestern Abend absolut frierend ins Bett gefallen bin, weil ich hoffe, die Bilder sind nicht eingefroren und ihr kriegt sie noch zu sehen, aber es war wirklich schweinekalt und ich konnte kaum noch sprechen. Das ist mir noch nie passiert, dass ich draußen stand und irgendwie mir den, ja, weiß ich nicht, so im Schnee und ich konnte kaum noch was sagen, aber jetzt, heute ist ein wunderschöner Tag und ich habe natürlich zu viel angezogen, egal, dafür dürft ihr mich ja auch ungeschminkt sehen, denn ich habe nicht mal Wimperntusche drauf und das kommt alle 100 Jahre vor, aber diese wunderschöne Aussicht macht alles wieder gut. Dann kann man auch Verona ungeschminkt ertragen. Während Verona unten aufgerischt und angemalt wird, sind Steven und sein Team seit Sonnenaufgang oben mit den Vorbereitungen beschäftigt. Als Garderobe muss das Lifthäuschen reichen. Lieber schlecht umgezogen als gut gefroren. Nach dem Reinfall von gestern sind heute alle hochgerüstete Kälteprofis. Und das ist Wahnsinn. Ich muss erstmal hier noch so Hitzebeutel rausholen. Das haben wir gleich. Hier, schön warm. Also nimmt man in die Hand, dann reibt man die und dann tatsächlich schön warm. Und das muss man immer, egal was passiert, bei sich haben. Also ehrlich gesagt, da kriegt man ja schon vom Zugucken einen kalten Hintern. Es ist erstaunlich, wenn man jetzt da sitzt im Badeanzug oder so, dann ist es eigentlich nicht so kalt, wenn die Sonne auf einen scheint. Also die Sonne ist sehr entscheidend in dem Moment. Aber in dem Moment, wenn jemand da steht und einen Schatten macht, damit die Bilder schöner werden, dann ist es wirklich eiskalt. Also das kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen, was das für ein Unterschied ist. Und dann fängt man natürlich an zu frieren. Und wenn der Körper richtig friert, dann ist man natürlich auch unflexibel. Also manchmal ist es, kommt man sich schon richtig blöd vor. Man sitzt da, der Fotograf hat den Fuß ein bisschen weiter runter, aber er geht nicht. Also es hat schon was mit Einfrieren zu tun.
Und man muss eben halt gucken, dass man immer wieder zwischendurch warm wird, weil man ansonsten auch nicht mehr richtig gut aussieht, weil das Make-up verändert sich. Und auch der Schnee, der unter dem Mantel ist, wird sehr schnell zu Eis, zu richtigen Eis. Und man muss sich das so vorstellen, dass man Eiswürfel auf den Boden kippt, darüber ein Handtuch und sagt, mach's dir gemütlich. Also so witzig ist es manchmal gar nicht. Aber geben sich alle Mühe und das Wetter spielt natürlich auch eine große Rolle. Sehr schön. Ja, das ist es, Verona. Das ist unser Bild. Arbeite mit dem Gesicht. Ja, das ist der beste Winkel für dich. Wenn Steven Ryder hier rumkommandiert, ist das genauso wenig echt wie die Pelze. Verona würde beides nicht zulassen. Sie ist es, die bei jedem Foto und jedem Fummel das letzte Wort hat. Egal wie kalt es gegen Abend wird, erst muss Verona das Probepolaroid sehen und abnicken. Dann darf das Motiv richtig fotografiert werden. Ich habe eigentlich so eine Art, ich bin eigentlich sehr easy in einer Gruppe. Also ich habe einen ganz starken eigenen Willen, ich weiß immer genau, was ich will und setze mich auch immer durch. Aber ich finde es eigentlich am besten, die Leute, die man gebucht hat, denen einfach erstmal das Gefühl zu geben, ihr seid alle hier, weil ihr toll seid. Also das meine ich dann auch so. Macht doch einfach das, was ihr wollt erstmal. Und nach sage ich dann so, das möchte ich nicht so gern oder können wir das weglassen. Und ich finde es nur wichtig, die Leute sind nett. Und dass sich alle Mühe geben. Also wenn ich jeden alles aus der Nase ziehen muss, dann drehe ich auch durch. Wenn ich merke irgendwie, die gucken mich alle an und ich sage, Entschuldigung, könnte ich mal vielleicht ein Handtuch haben und alle... Ja, also dann stehe ich auch auf und spreche den halt mit dem Captain da an Bord und sage, so geht das nicht. Aber wenn die nett und freundlich sind und sich Mühe geben, dann ist es nicht so schwer, mit mir zusammenzuarbeiten. Sage ich jetzt mal so. Die naive Schöne mit der niedlichen Grammatikschwäche genießt in der Branche den Ruf einer taffen Geschäftsfrau, die sich vielleicht aus, aber niemals über den Tisch ziehen lässt. Deswegen schätzt Dirty Harry sie so. Du schaffst es, du machst Fotos, die sehen toll aus, das machen viele. Die sehen nicht so toll aus wie du und die Fotos sind nicht mit so einem Top-Fotografen, die sind irgendwo auf Seite 6 unten im Gemüseteil. Du bist auf der Titelseite Bildzeitung über dem Umbruch, ja? Und das heißt, du bist auch eine clevere Dealerin. Also das heißt, du machst gute Geschäfte und clevere Verträge. Machst du es allein oder berät dich da jemand? Also ich arbeite schon seit 10 Jahren mit meinem Manager, mit dem Alain Mitschik zusammen. Und wir beide sind auch privat wirklich sehr, sehr gut befreundet. Und das Tolle daran ist an meinem Team, dass echtes Vertrauen da ist. Also der Alain, der würde nie mir irgendwo zuraten, weil er weiß, dann würde er viel Geld verdienen, sondern er sein erster Gedanke ist immer, ist es gut für Verona, gefällt ihr das? Und wir haben deswegen auch so ganz straighte Gespräche und sind uns immer sehr schnell einig, selbst wenn Angebote kommen, wo viele Manager gedacht hätten, vielleicht, wer weiß, wie lange die noch bei mir ist, ja. Die können im Moment viel Geld mit ihr machen. Und das befreit mich natürlich, wenn ich so im Stress bin, dass ich weiß, da sitzt jemand, den vertraue ich 100% und der wird schon das Beste draus machen. Aber ansonsten gibt es keinen Vertrag, wo nicht meine Unterschrift darunter ist und viele wollen schon gar nicht mehr mit mir verhandeln, nicht weil ich so clever bin oder so, sondern weil ich so anstrengend bin. Also ich jeden Satz dreimal um. Das ist, denke ich, auch manchmal so eine Art, wenn man jetzt nicht unbedingt Jura studiert hat und einfach mit so einer Menschlichkeit fragt, einen Moment, was bedeutet das denn? Und alle, ja, das und das. Ja, und dann? Ach ja, stimmt. Und ich glaube, dass das auch so ein Zufall ist. Also ich bin so eine zufällige Mischung. Das glaube ich nicht, dass du eine zufällige Mischung bist. Bin ich wohl. Eine sehr kalkulierte, aber... Damit wären wir beim intellektuelleren Teil des Gesprächs. Wie würdest du denn retrospektiv deine Karriere sowohl aus ökonomischen, ökologischen und ökumenischen Gesichtspunkten betrachten? Also ich würde sagen, meine Karriere ist im Grunde genommen sehr trivial. Oh, das verstehe. Hast du davon. Also eher einfach. Genau, um weil ich bin einfach so, wie ich bin. Daher kommt das einfach. Es ist nicht einfach, Karriere zu machen, es ist auch nicht einfach, Erfolg zu haben, aber ich bin einfach so, wie ich bin. Und ja, das scheint den Leuten aus irgendeinem Grund zu gefallen. Das Phänomen Feldbusch. Eigentlich kann sie nichts wirklich. Meines Erachtens nach hätte der Satz, die Satzstellung ist ein bisschen falsch. Eigentlich hätte der Satz heißen müssen, nicht eigentlich kann sie nichts wirklich, sondern eigentlich kann sie wirklich nichts. Na, das stimmt nicht. Oder? Ich kann nichts Besonderes, aber ich kann, was kann ich denn? Also was ich kann, das kann man nicht vormachen. Nein, du bist einfach du, das ist ja das Tolle. Ich muss noch was dafür tun und du bist einfach du, du brauchst einfach nur da sein. Hier steht ja auch, du erscheinst einfach, du kommst nicht, sondern genau, du erscheinst. Genau, aber das ist auch schwierig. Ja. Das ist mein Job. Und dann lese ich hier, Veronas Schulzeit begann recht erfolgreich. Die ist nun schon lange vorbei. Dafür liegen die schönsten Außenaufnahmen jetzt vor uns. Im Kalender ist der Winter abgefrühstückt. Jetzt ist Sommer dran und der findet auf den Bahamas statt. Erste Besprechung mit der neuen Maskenbildnerin. Michelle van der Juhl gehört ab heute zum Team. Anhand von Polaroids der vergangenen Tage wird Veronas Strand-Make-up kreiert. Und ein schönes neues Wort. Andi, kannst du denn ja wieder in die Handtasche reintun, die Telepoids. Die Teletapsi. Teletapsi. Die Teletapsi.
So, sonst haben wir, glaube ich, auch alles, ne? Nicole, kannst du mir noch irgendwas zu essen bestellen? Irgendwas Kleines, Leichtes. Also ich hätte gern am liebsten einen Kaffee mit Süßstoff, ganz wichtig, streng auf Diät gesetzt worden. Und was hätte ich denn sonst noch gerne? Vielleicht so ein bisschen Obst und Obstteller. Viele fragen mich, wie ich meine Figur halte. Also ich bin 1,78 groß, wiege immer so circa 55 Kilo, manchmal auch 58. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einfach Glück gehabt. Meine Eltern sind sehr schlank und meine Mutter hatte eigentlich die gleiche Figur, die ich habe in klein, weil sie viel, viel kleiner ist als ich. Und ich glaube, das ist so eine Veranlagung und da habe ich einfach Glück gehabt. Aber natürlich nehme ich schon manchmal so 2 Kilo zu und glücklicherweise sieht man das gar nicht. Es ist immer nur am Bauch, so ein bisschen hier an den Seiten. Und da ich ja nicht als Model arbeite, aber auch sehr viel mit meinem Aussehen arbeite, kann ich es wunderbar, wenn ich Kleider anhabe, die können trotzdem eng sein oder kurz sein. Das ist nicht so mein Problem, da habe ich Glück gehabt. Aber jetzt wusste ich ja, es wird sehr viel Haut gezeigt und ich muss mich wirklich ausziehen. Und dann habe ich gesagt, okay, 2 Kilo müssen runter. Und ich hätte nie gedacht, dass Diäten wirklich schwer sind. Also ich habe jetzt ganz großen Respekt vor allen Leuten, die Diät machen. Heute wird ein Shooting im Sonnenuntergang vorbereitet, aber der dauert hier in Äquatornähe nur ein paar kostbare Minuten. Verona ist spät dran und total gestresst. Keiner ist schuld. Wir kümmern uns um alles. Ich passe auf dich auf und mache wunderschöne Bilder von dir. Du musst nur schön sein und posieren, um den Rest kümmern wir uns. Ich halte die Sonne auf, wenn es sein muss. Leere Versprechung. Die herbeigesehnten Strandaufnahmen gestalten sich schwieriger, als es allen Beteiligten recht ist. Laute Verabredung. Die beste Freundin ist immer dabei. Sonja zum Frühstück. Harte Befragung. Die Unterwäsche, die du in dem Kalender trägst, ist es eine Art von Unterwäsche, die dir auch privat gefällt? Benutzt du Enthaarungscreme? Bist du auch eine Frau für One-Night-Stands? Was muss denn ein Mann haben, damit du sagst, ja. Antworten und vieles mehr bekommen Sie gleich nach der Werbung in Verona ungeschminkt. Den Bahamas und nichts ist wie immer. Als erstes wird Tourbegleiter Arn Schleuter irgendwie des Amtes enthoben. Er darf die Verantwortung tragen, Verona steht dem Skipper zu. Und weil es auf dem Bötchen keine Fluchtmöglichkeit gibt, bekommen wir endlich mal Sonja Kurz vor die Linse. Veronas beste Freundin, Stylistin und Gegenteil, nämlich eher schüchtern. Die beiden haben sich vor 16 Jahren bei Ferien auf dem Ponyhof kennengelernt. Seitdem verbindet sie nicht nur eine enge Freundschaft, auch beruflich arbeiten die Frauen gewinnbringend zusammen. Sonja ist bei jedem Shooting dabei. Sie ist fürs Outfit und Spezialaufträge zuständig. An ihrer Haut lässt Verona nur Sonja, Sonnencreme und Wasser. Gibt es denn im Moment jemanden so in deinem Leben, wo du sagst, ja, bei dem... Also es gibt bestimmt... Bei dem mit dem... Nein, was machst du abends? Ja, ich habe eigentlich, sage ich mal, sehr, sehr viele Termine, ernsthaft, und habe sehr selten frei. Aber ich habe auch so ein anderes Privatleben, das kennt wirklich kaum einer. Also und? Ich würde sagen, nur meine allerengsten Freunde. Ja, wer? Ja, zum Beispiel Sonja ist eine meine beste Freundin. Wer? Der Alain. Ach, Sonja. Sonja und Alain, das sind so mit meine besten Freunde. Und die wissen auch viel über dieses ganz, ganz private Verona-Leben. Verona Feldbusch, kein Freund, okay. Aber hat Verona Feldbusch keinen Sex? Das glaube ich nicht. Ja, also natürlich hatte ich schon mal Sex in meinem Leben und man muss sich das auch so vorstellen, ich bin zwar jetzt schon eine ganze Zeit lang solo, dass ich keinen Freund habe, aber ich war vorher noch nie solo. Also ich bin jetzt 31 Jahre alt, meinen ersten Freund hatte ich mit 15 und da fing auch mein Sexleben an und ich war eigentlich immer nur mal so 6 Monate alleine. Meine letzte Beziehung waren 7 Jahre, dann kam 4 Wochen Ehe und es ist halt so, dass ich schon einen ganz normalen Sexverstand habe, sage ich mal. Aber was für mich so wichtig ist, ich muss irgendwie total verliebt sein, um Sex zu haben. Also jemanden zu küssen, umarmen oder was dazu gehört, dass das, denke ich, ist, da genügt Sympathie, eine größere natürlich und so weiter. Aber jetzt mit jemandem wirklich zusammen zu sein, mit dem Sex zu haben, dann müsste ich verliebt sein und ich bin einfach nicht verliebt. Das heißt, wie lange bist du jetzt schon nicht verliebt? Darüber rede ich nicht. Nein, ich gebe es ja zu. Ich glaube so 2 Jahre. Du hast seit 2 Jahren keinen Sex? Das sagst du. Na, was soll ich dazu antworten? Ja, nein. Nein oder ja? Das ist also gemerkt. Sagen wir mal so, ich habe erotische Erlebnisse schon gehabt.
Aber so richtig in welchen Räumlichkeiten nicht. Finden die statt? Ist das, bist du auch eine Frau für One-Night-Stands, mal eine schnelle Nummer im Lift oder im Parkhaus mit jemandem, den du vielleicht gar nicht kennst? Oder muss das immer erst eine längere Bekanntschaft sein? Also sagen wir mal, Sex an ausgefallenen Orten. Ich bin nicht so exhibitionistisch veranlagt, wie man vielleicht manchmal vermutet, weil ich auf der Bühne stehe, weil ich figurbetonte Kleidung trage. Bin ich gar nicht. Also wenn ich wirklich verliebt bin und mit einem Partner zusammen bin, dann kann ich mir auch vorstellen, Sex am Strand zu haben, im Wasser, von mir aus auch in der Telefonzelle. Aber das muss immer mit Liebe zu tun haben. Und ich hatte mein ganzes Leben noch nie einen One-Night-Stand. Ich stehe da einfach nicht drauf. Du hattest weniger Männer als 5 Finger? Ja, wie auch immer du das auslegen willst. Das sagt eigentlich aus, um es mal für dich okay, ganz deutlich auszudrücken. Okay, Bohlen ist ja nur ein kleiner Finger. Jetzt machen wir mal, wer war denn der Daumen? Der Daumen? Oh Gott, was kann man denn in einen Daumen hinein interpretieren? Das ist ja, kennst du dieses alte Gedicht? Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen. Kann man auch falsch verstehen, oder? Wie geht's weiter? Das ist der Zeigefinger? Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen. Der hebt sie auf. Okay, dieses Thema überlassen wir der Sendung mit der Maus. Das hier ist die Sendung mit der Feldbusch und die muss baden gehen für ein feuchtes Foto. Und zwar zack, zack. Jungs, wir müssen voranmachen, das Licht geht weg. Dann soll er doch gefälligst die Sonne anhalten, bis Verona mit ihrem Erscheinungsbild zufrieden ist. Was nass aussehen soll, muss auch nass sein. Die Kunst ist, dabei das Make-up nicht zu zerstören. Unser einer sehe wahrscheinlich schon aus wie ein Panda-Bär nach dem Hauptwaschgang. Aber Steven kriegt Temperamentsausbrüche vor lauter Begeisterung. Und schwupp ist es dunkel. Wie gesagt, Äquatornähe. Es geht echt schnell. Abfahrt und Feierabend für alle. Heute gibt es was zu feiern. Es ist Bergfest. Die Hälfte der Motive für den Verona-Kalender sind geschossen. Zeit für Bekenntnisse. Übrigens, jetzt kann ich dir sagen, als du so schön im Wasser gelegen hast, ne? Von Haifisch, ne? Nein, Krebse. Nee, in wo? Hm. Wo? 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 Direkt neben dir. Mann, du solltest es doch nicht sagen. Doch, jetzt kann ich ja. Jetzt sind die Dinger im Kasten. Also ich habe keinen. Wo war der Krebs? Michael, ja, sagst du, wo war der Krebs? Auch ganz zum Schluss. Als der ist an mir vorbeigekrabbelt. Ich so, und sag das jetzt nicht Verona. Jeden Abend schreibt, nee, spricht Verona Tagebuch ohne Punkt und Komma, aber mit Herz. Ja, würde ich sagen, gehe ich einfach nochmal ins Wasser und werde mich dort abschminken. Ja, keiner mehr im Dunkeln, wenn da so ein bisschen Öl rumschwimmt. Ein paar Wimpern und ein paar Zähne. Was soll's? Alles so weg, weißt du, so die Pets hier raus, die Wimpern nach da an, die Zähne. Ja, die Wimpern, die müssen wir links noch gehen. Ah ja, die guten. So, Sanja, was sagst du denn zu der Bademode? Ja, das war alles ganz toll. Also so, und du warst echt super. Also du hast total schön gemacht und das sieht sicher richtig toll aus. Also da bin ich ganz davon überzeugt. Und sag einmal, wie gerne du vor einer Kamera irgendwo reinspringst. Überhaupt nicht. Komm, du dringelst dich in meinem Vordergrund. Du liebst es doch wahr, im Mittelpunkt zu stehen. Da haben wir es. Sonja, hast du es? Die Kamera zu sprechen. Die Freundinnen Sonja und Verona sind der kichernde Beweis dafür, dass Gegensätze sich sowas von anziehen. Oh Gott, wenn da jetzt noch ein Krebs ist, ich dreh durch. 1, 2, 3. Der nächste Morgen. Heute wurde eine ganze Insel für das Shooting gebucht. Sandy Cay ist ein komplett menschenleeres Island, was nicht krabbeltierfrei bedeutet. Verona ahnt nicht, dass man von ihr gleich eine ähnliche Fortbewegungsart verlangen wird. Steven will wilde Erotik und zwar knisternd. Doch der Weg dorthin ist klebrig, salzig und knirschend vor Sand. Man merkt es ihr nicht an, aber solche Posen liegen ihr noch weniger als der korrekte Dativ. Ich habe heute beim Fotoshooting schon gemerkt, dass einige Posen mir sehr schwer fallen. Also
wie mein erotisches Privatleben aussieht, ist noch eine andere Sache. Aber ich bin eigentlich immer so ein Typ, mit mir kann man viel Spaß haben und ich probiere auch gern was aus. Ich würde mir auch eine Feder durchs Haar stecken oder einen Knochen im Mund nehmen. Aber wenn ich dann anfangen muss, in so zweideutige Posen zu gehen und recht wenig anhab, dann merke ich einfach, wie es nicht geht. Also ich sitze da und versuche irgendwie meine Beine so hinzukriegen, wie Steven mir es erklärt hat und fühle mich aber dann einfach nicht mehr wohl. Und ich glaube, deswegen ist auch das ganze Team so ein bisschen irritiert. Und dann muss Steve auf die Knie. Das Verhältnis zwischen Model und Fotograf ist fast väterlich. Wir wissen nicht, was der Verona-Flüsterer ihr da in die Sand- und Salz verkrusteten Ohren haucht, aber er bringt sie immer wieder gut drauf. Schon allein deshalb würde der eine oder andere gerne tauschen und statt seiner in der Salzlake kauern. Glaubst du, dass Männer in erster Linie Sex wollen? Ja, absolut. Also ich glaube, dass Männer sich heutzutage schon ganz gut im Griff haben und keine wilden Tiere sind. Aber ich meine, heute in deiner Sendung haben wir ja gesehen, was dabei rauskommt, wenn man schon so dumm fragt. Aber ich denke schon, dass Männer sich sehr stark sexorientiert sind. Glaubst du, dass Männer Angst vor dir haben? Also früher habe ich das eigentlich nicht geglaubt und dass sie jetzt richtig Angst vor mir haben, eigentlich auch nicht. Aber es gibt schon so einen Punkt, wo die mir sehr nahe kommen, jetzt auch, wo ich so bekannt bin. Und dann irgendwie merkt man, wie so eine Plexiglasscheibe, sie bleiben stehen. Ja. Und dieses Stehenbleiben, was auch immer passiert, da merkt man einfach so, man kann sagen Respekt, Angst, ich weiß nicht, welches Wort richtig wäre, aber sie gehen nicht weiter. Also das ist immer so ein Punkt, sie kommen an mit einer Idee und dann halten sie auf einmal an und dann geht das ganz normal weiter. Hättest du es gerne, wenn ein Mann weitergehen würde? Ja, wenn er mir gefällt, vielleicht schon. Also es gibt ja auch genug, sage ich jetzt mal, coole Typen, die auch ganz locker sind und mit der Situation gut umgehen können. Und das sind auch mehr die Typen, die mich ansprechen. Jetzt, was muss denn ein Mann haben, damit du sagst, ja, der ist... Also ist da spekulativ von deiner Seite immer auch ein Auge drauf, was kann man verdienen, wenn man den heiratet? Oder hat das auch gelegentlich was mal mit Zuneigung zu tun? Echt? Sowas gibt es? Ich dachte nur, Geld spielt eine Rolle. Nee, nein. Quatsch. Also erstmal verdiene ich selber genug Geld, um auf das jeden Fall ich für nicht. Mich das glaub, zu sorgen. Das glaube ich nicht. Wohl. Womit denn? Wohl. Ja, indem ich einfach auf Sendung gehe und irgendwas mache. Zum Beispiel, als ich in deine Sendung kam, das Honorar, man hat mich ja fast mit Gold aufgewogen, damit ich komme. Die haben dir Geld dafür gegeben, dass du in der Sendung warst? Ja, und da stand auch im Vertrag Skandal. Schmerzensgeld. Und ich bin gekommen, weil das ist nämlich steuerfrei. Ja. Insofern, nee, also das hat mit Geld natürlich nichts zu tun. Es muss ein ziemlich cooler, lockerer, sympathischer, intelligenter Typ sein. Verstehe. Einfach so was Besonderes haben für mich. Ja. Ja, wir reden nicht von dir. Schön auf dem Teppich bleiben. Nein, das hörte sich aber, das deutet aber im Moment bis dahin alles auf mich hin. Ja, okay, du hast locker, auch viele Sachen. Sicher, den Rest kann man in Kontaktanzeigen nachlesen. Wenden wir uns einem ergiebigeren Verhältnis zu. Steven Wilder hat sonst mit Stars wie Pam Anderson zu tun. Er brauchte eine Weile, um sich an die eigensinnige Deutsche zu gewöhnen. Immer wenn man jemanden fotografiert, erkennt man etwas von der jeweiligen Persönlichkeit, ihrer Sinnlichkeit und ihrem Gefühl für sich selbst und wie sich jemand nach außen präsentiert. Verona ist eine Frau, die ausgesprochen gut im Studio arbeiten kann, wo alles unter Kontrolle ist und man sich kümmern kann. Die Außenaufnahmen waren hart für sie, aber es werden tolle Bilder. Als Kombination aus allem betrachtet, ist sie schon super. Zurück in Los Angeles mit Aussicht auf 2 Tage Arbeit in den luxuriösen Playboy-Studios heben die Laune der Kombination in den Superbereich. Ich muss mich voll konzentrieren. 2 Dinge sind bekanntlicherweise typ für mich. Aber jetzt habe ich ihn. Unglaublich aber wahr, sogar in Kalifornien wachsen Verona-Fans. Gut, danke. Alles Gute, tschüss. Heute am 8. Tag der USA-Reise haben alle den ersten Abend früher frei. Verona lässt sich die von Strand und Flieger steifen Knochen im Hotelzimmer wieder in Form massieren. Die Stimmbänder sind wie immer nicht in Mitleidenschaft gezogen worden. Das geht gleich morgens los, ohne Punkt und Komma. Und die armen Leute, die in meiner Nähe sind, also weil ich eigentlich recht munter bin morgens, erzähle ich gleich hunderte von Geschichten. Und ich erlebe oft, dass welche vom Team halt noch ein bisschen verschlafen sind, was ja normal ist. Und ich glaube, die sind dann immer ganz froh, wenn wir unten im Auto was vergessen haben, weil dann können die noch mal runter. Dann denken sie sich, oh Gott. Ja, also bei mir fängt die Energie eigentlich schon morgens an. Also nur wenn ich schlafe, bin ich ruhig.
Oder bei der Massage. Mal sehen und hören kurz nach Sonnenaufgang in Veronas Welt. Hallo, guten Morgen. Hey, was macht ihr denn hier? Morgen. Frühstück. Frühstück. Tourbegleiter Arndt Schleuter macht den ersten Stress des Tages. Ein großes Frühstück, aber wir haben nicht viel Zeit. So einen charmanten Kellner habe ich ja noch nie gehabt. Wir haben nicht viel Zeit, 10 Minuten, maximal 15 Minuten. 15 Minuten? Wie soll ich denn dann alles essen in 15 Minuten? Dann musst du, geht nicht anders, sorry, tut mir leid. Wie Verona und Sonja das doch schaffen und wie lange Arndt warten muss. Was die scheue Sonja zu Gefühlsausbrüchen treibt und diese Fragen. Die Unterwäsche, die du in dem Kalender trägst, ist es eine Art von Unterwäsche, die dir auch privat gefällt? Benutzt du Enthaarungscreme? Die Antworten diesmal ganz bestimmt nach der Werbung in Verona ungeschminkt. Ganz normaler Morgen in Veronas wirklicher Welt. Hast du da ein guter Platz ist zum Frühstück? Frühstück im Bett in irgendeinem Hotelzimmer. Im Schnitt ist das plappernde Medienevent 200 Tage im Jahr unterwegs. Das Frühstück selbst wird schon für die erste Besprechung des Tages genutzt. Also, wir sind zu klein, das kann ja nicht sein. So ein Unterschied ist ja nun auch nicht. Ja, können wir ein bisschen Test rausnehmen. Ja, in Amerika denken die nämlich an alles. Und zwar, aber ob das nun was nützt, guck mal hier. Auch nicht dicker als die Zuckertüte. Na gut. Kostümauswahl und Anprobe mit ihrer Freundin und Stylistin Sonja Kurz, der Scheuen. Sie war schon einkaufen in Melrose, versteht sich. Viel zu viel versteht sich auch, im Gegensatz zum Frühstück mal wieder. Juhu, Obstsalat. Aber ich wollte eigentlich was ganz Leckeres, Saftiges, Deftiges. Warum kriege ich immer Obstsalat? Bin ich zu dick geworden? Auch gar nicht zu dick. Oh, das sieht aber echt hübsch aus. Und dann für dieses mit dem Cowboy-Hut, ne? Da habe ich, muss das nur erst suchen. Dann, stimmt mir das? Ja, hier steht eh fast alles. Da haben wir es. Und das so, also so das drunter so. Beides zusammen. So, jetzt müsst ihr aber alle ganz schnell hier raus. Wie heißt es auf Englisch? Go, go, away. Und dann sehen wir uns später. Tschüss. Auf diese letzten zwei Tage hat sich Verona am meisten gefreut. Die Frühlings- und Herbstmotive werden nämlich in den berühmtesten Fotostudios der Welt gemacht. Jetzt ist es soweit, das Playboy-Studio, das berühmte Playboy-Studio in Los Angeles wartet auf mich. Ich muss diesen Hasen berühren, sowas kommt nicht alle Tage vor. Er ist echt. Naja, ich weiß nicht, die echten Häschen sehen, glaube ich, etwas attraktiver aus, aber er sieht schon mal nicht schlecht aus. Keiner da. Ich will ja nicht so tun, als wenn das hier alles gestellt ist. Eigentlich warten sie alle auf mich. Und während unser Verona noch den Eingang sucht... Das müsst ihr echt sehen hier. Das ist ein Wahnsinn, wie es erfunden. Ist unser Sonja schon im Paradies. Schau mal hier, sowas. Das sieht ja wohl klasse aus, ne? Hilfe! Wo ist mein Team? Im sexy Fummelfundus des Playboy-Studios. Diesen deutschen Grundbegriff wird Steven wohl nie mehr vergessen. Und jetzt können wir es Ihnen ja verraten. Hier in den legendären Häschenhallen passiert es und wir sind live dabei. Verona verliebt sich über beide Ohren. Er heißt Scotty und geht tierisch ran. Ich bin nicht unter meinem Bademantel, ich habe noch gar nichts an. Und er riecht aus dem Mund. Dafür hat er das bezauberndste Lächeln der Welt. Und weil dieser Typ Männchen so gut ankommt, geht Steven auch gleich wieder auf alle Vierer runter. Mach das ruhig so. Oder geh in diese Position. Danach ist Schluss mit lustig. Jetzt sollen die wirklich scharfen Bilder gemacht werden. Hier reißen sich normalerweise Starlets unaufgefordert die Kleider vom Leib und die Knie Richtung Ohren. Verona nicht mal mit Nachhilfe. Jetzt gerade bei meiner Fotosession hier haben die es nicht ganz leicht mit mir gehabt. Und zwar, weil wir waren heute in den Playboy-Studios und sie sind es einfach gewohnt. Entweder sind es... ich sag mal, sehr junge Mädchen, was auch das Alter betrifft, vor allen Dingen, die Karriere machen wollen. Und sie sind A, bereit, alles zu tun, um in den Playboy zu kommen. Und jetzt ist der Traum
Traum war und dann kennen die keinen Schmerz mehr. Und bei mir ist es nicht so, dass ich unbedingt in den Playboy möchte, sondern ich versuche es ja eher in Deutschland zu verhindern. Und ich habe ganz bestimmte Vorstellungen von dem, was ich möchte. Es ist mein Kalender und ich weiß, wie viel Haut ich zeigen möchte und wie viel Haut ich nicht zeigen möchte. Und das sind natürlich alle Leute, die im Playboy-Studio arbeiten, nicht gewöhnt. Und dann fangen sie natürlich an, das, was sie seit Jahren gewohnt sind. Also Unbekannte, wie gesagt, von denen verlangen sie einfach im Schnee zu stehen, 2 Stunden, weil die Mädchen es wirklich auch durchhalten. Mache ich nicht. Auf der anderen Seite sagen sie vielleicht einen Fuß nach da, den anderen nach da und ich auch nicht. Dann sagen sie, was will die denn nun, die Frau? Und deswegen glaube ich, versuchen sie sich immer sehr stark nach mir zu orientieren, wie weit ich gehe. Und deswegen haben wir wohl auch ein bisschen länger gebraucht. Diese kleinen Dessous, bei denen ökologisch korrekt unglaublich viele Rohstoffe eingespart wurden, bergen aber stattliche Tücken, die nur geübte Hände bewältigen können. Die Unterwäsche, die du in dem Kalender trägst, ist es eine Art von Unterwäsche, die dir auch privat gefällt? Oder bist du da eher jemand, der einfach so ein Sixpack Baumwolle im Kaufhaus kauft? Also ich bin genau da wieder eine Mischung, also extrem. Ich bin ein Extremtyp. Also alles, was ich mache, ist immer so ein bisschen extrem. Entweder habe ich wirklich sehr hübsche Dessous an, sehr knapp, sehr feminin geschnittene Dessous, so wie im Kalender, weil ich die auch sehr schön finde und das macht einfach Spaß, solche Dessous zu tragen. Frauen wissen, wovon ich rede. Und auf der anderen Seite ist es ganz krass, sind es wirklich Baumwollhöschen. Gut, jetzt kommt schon wieder die Mickey Maus, ist aber eine Tatsache, weil ich habe Baumwollhöschen, weiß? Verwaschene BHs, Mickey Mäuse drauf. Ah, nein. Ariel, die Meerjungfrau. Ja. Ja, die Ohren, gut. Die Ohren, je nachdem, wer sie trägt wahrscheinlich. Benutzt du Enthaarungscreme auch unter den Achseln oder rasierst du unter den Achseln? Also überwiegend Enthaarungscreme, das ist natürlich ganz wichtig. Ja. Und zwar aus dem Grund, weil wenn die Haare nachwachsen, sind sie weicher, die pieksen nicht. Also nur eine Moment, wenn man Enthaarungscreme benutzt? Ja, also guck mal, der Arm, das ist doch eher eine Achselhöhle. Zeig mal. Nein. Und eine Achselhöhle drückt aufeinander. Und wenn du Enthaarungscreme benutzt, wachsen die Stoppeln. Ich komm mal ein bisschen zu dir. Soft nach. Lass mal gucken. Ich stehe unter Naturschutz. Ist das ein sehr intimer Bereich? Darf ich mal gerade sehen? Sie brauchen nicht zu filmen. Ich gucke nur mal drunter. Nein. Auf keinen Fall. Schneller. Der Zweikampf sprengt unsere Sendezeit. Wir wollen intime Details hören, nicht sehen. Weil ich habe immer ein Problem damit, dass ich stressbedingte Schweißflecke bekommen. Nee, Schweißflecke nicht. Das weiß ich noch. Einmal habe ich gedacht, du hast ein Regenbogenmuster auf dein Hemd, das waren aber Schweißflecke. Nein, du verwechselst mich. Das sah aber gut aus. Du verwechselst mich gerade mit Vera in Feen. Nein, da stand hier. Oder mit Andreas Türk. Bei mir ist es so, ich bekomme manchmal stressbedingten Achselhaarwuchs unter den Armen. Echt? Und dann wachsen die Haare unter den Armen noch struppiger als sonst. Ja. Hast du Locken oder glatte Haare unter dem Arm? Das ist eine Mischung. Eine Mischung? Ja, ein bisschen so und ein bisschen so. Wie seltsam. Damit kriegt er einen Gastauftritt bei Akte X, aber sicher keinen erotischen Kalender. Obwohl, auch Verona lässt für die gute Lachnummer gerne mal die Erotik hängen. So, lehn dich dagegen. Nein, damit ist hier natürlich nicht der Kopf gemeint, eher das Gegenteil. Verona testet gerade, ob Steven Humor hat und wenn ja, wie viel. Veronas Hintern hat seinen eigenen Kopf und der soll Kurs Richtung Polster nehmen und zwar in aller Stille. Das geht bei dir automatisch. Ich habe immer sowas im Kopf, dass ich es eigentlich eher lustig finde. Ich kann über mich sehr gut lachen und wenn man manchmal da so sitzt, dann sagt man Kopf weiter rechts, Fuß weiter hoch, links und dann fühle ich mich eigentlich so, als wenn ich völlig bescheuert aussehe und dann muss ich echt innerlich mit meinem Lachen kämpfen und dann höre ich auf der anderen Seite, great, super, sexy. Und dann denke ich mir, also wenn das sexy ist und ich so da liege, ich weiß nicht. Der letzte Tag und ihr reicht's jetzt auch. Andauernd ist irgendeine Hand an meinen Körper und cremt mich ein, zupft mir ein Haar weg oder schminkt mich. Ich bin echt froh, wenn ich morgen meine absolute Ruhe habe. Und eins weiß ich genau, morgen werde ich kein Make-up benutzen und überhaupt nicht an meine Haare denken. Am liebsten würde ich die alle abmachen. Aber das geht natürlich schlecht. Und ich weiß nicht, ich bin also echt froh, wenn ich die Tage hinter mir habe. Ich habe viel Spaß gehabt, aber ich bin so am Ende irgendwie. Verona muss in eine Blumenrabatten. Die Hortensien sind echt und stecken in eiskalten, feuchten Schwämmen. Es kommt sowas wie eine Grabesstimmung in Feldbusch-Moll auf. Sieht aus wie bei meiner Beerdigung.
gestorben. Gibt es eine Sache, wo du von dir selber sagst, das möchte ich gerne einmal über mich wissen? Lass die Frage erstmal setzen. Nee, wie ich sitz, die Frage sitzt auch. Ja. Und jetzt? Lass es raus. Ja, ich fühle mich auch irgendwie schon viel freier, weil du jetzt so schön langsam gesprochen hast. Ich habe es direkt verstanden. Lass es raus. Was wollte ich schon immer über Verona wissen? Das ist eine Gibt es was, wo du sagst, da habe ich mich noch nicht gefunden? Da bin ich noch nicht ich, da bin ich noch zu verwoben in meinem Sein. Na. Als solches. Ich fühle das, was du meinst. Nein, also den Urschrei probiere ich nicht jede Woche aus. Ich muss auch nicht nackt schwimmen, um mich frei zu fühlen. Ich tanze auch nicht barfuß in irgendwelchen Diskotheken und sage irgendwie, ich habe den Rhythmus gerade eingefangen oder irgend sowas. Ich fühle mich eigentlich als ganz normaler Mensch. Was ich über mich wissen würde gerne, ist vielleicht, wenn wirklich so eine Katastrophe einbrechen würde oder irgendetwas und ob ich da genauso stark wäre in dem, wie ich mich so fühle oder ob ich da vielleicht auch viel schneller dieses Szenario, das Katastrophenszenario hast du ja schon gehabt. Ja, das sind so mit gut. Dieter. Womit wir beim allerletzten wären. Das Titelbild des Verona 2000 Kalenders beendet 10 Tage Arbeit mit Steven Wyder. Nein, es beendet nicht nur, es krönt geradezu. It was for me a pleasure to work with you because it is true that you make the woman so beautiful. No, well, really, I like your picture. That headshot. Yeah. I mean, dieses Porträt, da haben wir echt alle eine Gänsehaut gekriegt. Wirklich. Es ist eines der besten Fotos, die ich je gemacht habe. Fantastisch. Oh, that's it is. A wonderful it is fabulous. Thank you. You know, it was great. You know, it's great. I mean, everybody. Besser kann man es nicht mehr hinkriegen. Es ist sexy und es ist ein wunderschönes Porträt. Und das ist das Ende eines schwierigen und durchwachsenen Shootings. Aber der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Das war Verona Feldbusch ungeschminkt.